Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen For Whoever Needs to Hear This Message Legung. Das bedeutet, für wen auch immer sie heute bestimmt ist. Und damit meine ich, ich frage das Universum einfach nach einer zeitlosen Botschaft. Und die Message, die hier rauskommt, ist entweder für deine Ohren bestimmt oder sie ist es nicht. Entschuldigung. Des Weiteren ist diese Botschaft eine zeitlose Legung. Das heißt, wann immer sie dich erreicht und sie passt gerade auf deine Situation, ist sie auch für dich bestimmt. Beurteilen kannst das nur du alleine. Entweder es hilft dir weiter, was hier gesagt wird, oder das tut es eben nicht. Vertrau ganz auf deine eigene innere Stimme. So, heute möchte ich mal wieder der Map nehmen. Das war ja im Sommer ganz lang mein neues Lieblingsdeck. Jetzt ist es wieder ein bisschen stiller geworden. Deswegen schauen wir, welche Botschaft hier heute rauskommen möchte. Was das Kollektiv heute hören darf. Ich sehe die ganze Zeit, meine Lieben, die Vereinigung an der Unterseite des Decks. Interessant. Wir gucken mal. So, liebes Universum, eine Botschaft für die Community. Die Wahl. Okay, manche stehen vielleicht vor größeren Entscheidungen an einem Scheideweg. Die Errettung. Interessant. Bei dieser Karte habe ich immer dieses Bild im Kopf, wie ein Bagger kommt und quasi... Ja, so, also ein sehr, 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 sehr großer Bagger, ne? So, der hebt ein ganzes, ich weiß gar nicht, wie ich das immer erklären soll. Der hebt alles um dich herum ein bisschen in die Luft, um es vielleicht zu versetzen. Kann sowas sein wie, du stehst vor der Wahl umzuziehen oder, ne, so ein Ortswechsel mit all deinem Environment, also mit all deinem Umfeld. Okay, vielleicht. Dann kann alles im übertragenen Sinn sein. Wir schauen mal. Ich will auch einmal ganz kurz zu dieser Errettung reinschauen, weil ich schon wieder vergessen habe, was diese Karte eigentlich sagt. Interessant, das ist mir noch nie aufgefallen, meine Lieben. Seht ihr da oben diesen Ballonfahrer, der ein riesengroßes Fernrohr hat? Passt mal auf, es gibt hier eine Karte dazu aus dem Queen of the Moon. Hier, die Karte Assessing. Da ist genau dieser Ballonfahrer drauf mit seinem Fernrohr. Assessing heißt, ja, sich Gedanken machen, wahrnehmen, spekulieren, beobachten. Interessant, dass der Ballonfahrer in die Richtung schaut und die Ballonfahrerin in die Richtung, ne, so. Okay. Wo willst du dich niederlassen? Eine Karte hätte ich gerne noch. Der Winterschlaf. Interessant. Ich sage euch ganz ehrlich, die Legung wirft gerade noch ein paar Fragen auf, aber die klären wir jetzt einfach miteinander ab. Also irgendwie so, vielleicht beobachtest du zwei Dinge oder zwei Optionen. Was steht bei der Errettung geschrieben? Du bist stets in Sicherheit und Geborgenheit und darfst du selbst sein. Du kannst mit Beistand rechnen, mit welchem Problem auch du gerade zu kämpfen hast. Du brauchst nur darum zu bitten und Hilfe wird sich auftun. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Geborgenheit ist ein Ort in deinem Inneren. Okay. Meine Lieben, lasst uns mal kurz ein paar Fragen abklären, damit wir hier
Interessant, die 6 Schwerter und die 4 Schwerter. Und ne, so, wo finde ich Ruhe? Wo, also Winterschlaf ist nicht die Ruhe, aber die 4 Schwerter sind die Ruhe. Was steht zu Winter? Also ich, Winterschlaf, glaube ich, die Karte sagt was anderes aus. Alles hat seine Zeit. Jetzt gilt es auszuruhen und deine Unternehmungen auf Eis zu brechen. Nee, das nehme ich nicht so wahr. Das nehme ich nicht so wahr. Also schon, alles hat seine Zeit und so. Aber die 6 Schwerter wollen sich ja dahin bewegen. Ne? So. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du hältst Ausschau danach, was die richtige Entscheidung ist, um Ruhe zu finden. Was der richtige Weg ist. Okay. Warum ist die Wahl hier rausgefallen? Acht Stäbe, 9 Schwerter. Oh, okay, okay. Sechs Münzen, 8 Stäbe, 9 Schwerter. Jetzt stört der Stein schon wieder. Okay, also eine Wahl, die dir auf jeden Fall Kopfzerbrechen bereitet. Warum die 9 Schwerter? Ja, okay, 2 Münzen. Okay. Also du machst sie auf jeden Fall sehr, für diejenigen, für die diese Legung heute bestimmt ist, du machst dir sehr große Gedanken über entweder oder. In welche Richtung soll ich wählen? Was ist die richtige Wahl? Okay, was sind denn deine 2 Optionen? Ich nehme das jetzt als irgendwie gerade als 2 Optionen wahr. Vielleicht, na so, das, was ich hier wahrgenommen habe mit dem Bagger, einmal komplett zu entwurzeln oder im Winterschlaf zu bleiben. Na, so. Option 1. Wir klären es jetzt einfach mal so ab mit der Errettung, ne? Mit diesem Männchen und mit diesem Männchen ist falsch gesagt, aber you know what I mean. So, Option 1. Und 10 Kelche an der Untersonne des Decks. Interessant. Option 1, liebes Universum. Okay, dieses komplett Entwurzeln ist der Stern. Aha, okay, und dieses, ich bleibe genau, so nehme ich es wahr, ich bleibe genau da, wo ich bin, weil Option 2. Ja, 4 Kelche. Okay. Alles klar. Also diese Legung richtet sich definitiv an Personen, die vor einer Entscheidung stehen. Und die Entscheidung sagt mir, ich gehe einen neuen Weg, ne? So, Ass der Kelche, sage damit aber Adios zu meinem gewohnten Umfeld, meiner gewohnten Herangehensweise, ne? Gewohnheit. Ich nehme es ein bisschen so wahr. Oder ich öffne mich, ich entwurzle, ich schaffe mir ne, Wassermann-Energie, ich schaffe mir eine neue Vision, ich. Okay, ich habe 10 Münzen an der Unterseite des Sechs. Ich habe die 10 Kelche und die 10 Münzen gesehen. Und vielleicht ist es das, ne? So, vielleicht hast du Angst, unter den 10 Münzen die 5 Kelche, ja, okay. Vielleicht hast du Angst, diese Entscheidung zu bereuen oder diese Veränderung zu bereuen. Ne? Wie gesagt, 10 Münzen, ich habe auch die 10 Kelche gesehen. 10 Münzen ist meine Everything-Karte, ne? Ein Job, ein Angestelltenverhältnis und eine berufliche Selbstständigkeit. Ein, wie soll ich sagen, ein Haus und Hof, in dem man immer war, gegen, keine Ahnung, einen neuen Wirkungskreis, ne? So umziehen, wie auch immer, kann auch natürlich irgendwas mit Liebe und Beziehungen zu tun haben. Aber ich habe das Gefühl, dass dir schon bewusst ist, dass wenn du Ja sagst zu dieser Veränderung, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass du bereits
Ich muss die 6 Münzen gleich nochmal abklären. Aber wenn du ja sagst zu dieser Veränderung, dass du Angst hast, das zu bereuen. Was ich hier sehe ist, das Universum reicht dir irgendwie eine neue Möglichkeit. Na, hier ist das Ass der Kelche. Dein Fokus ist aber hier auf den 3 Kelchen, also auf das, wo du warst oder wo du stehst oder wie auch immer und auch hier. Und ne, auch er hat den Fokus auf die 3 Kelche. Was kann ich dabei verlieren? Würde ich das bereuen? Ohne dass er die 2 Kelche in seinem Rücken sieht. Also ja, ich habe das Gefühl, du stehst vor der Wahl einer großen Veränderung in deinem Leben. Und bist da sehr unsicher. Ne? 2 Münzen, 9 Schwerter, machst dir sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber. Aber wenn ich das jetzt so interpretiere, ne, so, die eine Option sagt mir, hey, das ist dein Seelenweg. Öffne dich, lass es zu, sei, ne, sei die Frau auf dem Stern, mach dich nackt, was auch immer das bedeutet. Die andere Option sagt mir, 4 Kelche, ne, Ablehnung, das wird so bleiben. Manchmal nehme ich auf den 4 Kelchen eine frustrierende Energie wahr. Also ich habe das Gefühl, auf dem alten Weg zu bleiben, bringt nicht sehr viel Neues, ne? Erleuchtung, Spiritualität, Wünsche. Hier ist irgendwie dieses Gewohnheit oder Abenteuer oder Risiko, ne? So. Unkonventionelles Denken, Wassermann-Energie ist unkonventionelles Denken. Aber ich sehe das schon, ne? Die 9 Schwerter und der Tod sagt mir schon, okay, das ist eine richtig, ne? Da sind Ängste, das sind Ängste im Spiel. Versagensängste, Verlustängste, Ängste, falsche Entscheidungen zu treffen. Ich habe es gerade erst jemandem in den Kommentaren beantwortet. Da hat mir auch jemand erzählt, der hat falsche Entscheidungen getroffen und er bereut, oder sie bereut es so sehr und sie hat alles verloren dadurch, durch diese Entscheidung. Ja. Aber nichts passiert ohne Grund und wir treffen keine falschen Entscheidungen. Das Universum, es passiert immer alles genauso, wie es passieren soll. Und natürlich ist es auf der emotionalen Ebene oder auf welcher Ebene auch sonst manchmal nicht so einfach, weil man nicht das Gefühl hat von Verbesserung. Aber trotzdem ist in allem, was wir tun und in jeder Entscheidung, die wir treffen, ein universeller Plan. Und wenn ich das so interpretieren darf, ja, die Mühe lohnt sich, 8 Münzen. Wenn ich das so interpretieren darf, habe ich das Gefühl, das Universum möchte, also dieser Bagger, dieses dich entwurzeln und dich irgendwo neu absetzen, ist genau der Transformationsprozess, der hier nötig ist. Die einzigen großen Arcana-Karten, die hier liegen, ist der Tod, Pluto-Energie und der Stern Wassermann-Energie. Pluto in Wassermann. Ne? So, das ist die Energie, in die wir jetzt im Januar 2024 wieder eintreten und die wieder für große Weiterentwicklungen sorgt. Hier zu stehen und zu sagen, ich möchte das nicht oder ich traue mich nicht oder ich habe Angst, in meinem Leben wirklich etwas weiterzuentwickeln oder mir eine neue Vision von dem Leben zu zeichnen, hält dich in dieser Winterschlafenergie. Wer sagt, 4 Kelche, ich bin nicht bereit für große Veränderungen in meinem Leben, der nutzt das Potenzial der Zeit nicht, in der wir sind. So, ich hätte jetzt eine Karte gern zu den 6 Münzen, weil irgendwie nehme ich die 6 Münzen wahr als, da ist bereits das Angebot im Raum, das dich 8-stäbemäßig vorantreiben kann. Das dich zwar auch in diese 9 Schwerter treibt, aber es ist auch das Angebot, das dich wirklich vorantreiben kann. Das wirklich Veränderungen in deinem Leben bewirken kann. Manchmal sind Veränderungen im Außen die größten Veränderungen im Innen oder ne, umgekehrt. Manchmal müssen wir im Innen eine Veränderung vornehmen, damit die Veränderung im Außen sich manifestiert. So, eine Karte zu den 6 Münzen. Ja, danke Universum. Der Page der Münzen, das Angebot ist
bereits gemacht. So nehme ich das wahr. Und ich weiß nicht, welches Angebot das für dich ist. Aber du weißt es, weil du dir sehr viele Sorgen machst. Ja, nein, ne? Zwei Münzen, ja, nein. Soll ich das machen? Soll ich das annehmen? Ist das das Ass der Münzen? Ne? Der Page der Münzen ist für mich immer die Grundsteinlegung. Und vor welcher Wahl auch immer du gerade stehst, dich für den neuen Weg, dich für die Veränderung zu zeigen, auch wenn du wirklich möglicherweise noch gar nicht sehen kannst, ne? Ass der Kelche, zwei Kelche, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf dich haben werden, ist es doch der Beginn, der Grundstein von etwas, was mit deinem Seelenweg verbunden ist. Und was wollte ich sagen? Jetzt ist der Gedanke schon wieder weg. Jetzt ist der Gedanke schon wieder weg. Sorry, meine Lieben. Herrscherin an der Unterseite des Decks. Ich hätte gerne noch eine letzte Karte zum Stern. Eine letzte Karte zum Stern. Die acht Kelche, ja. Neun Kelche, guck mal. Der Stern ist Wunscherfüllung und die neun Kelche sind Wunscherfüllung. Das hier, oh wow, okay, ist eine, okay, alles klar. Das hier ist eine aufeinanderfolgende Energie. Acht Kelche, neun Kelche, ja. Der Weg ins Unbekannte. Da, wo du Angst hast, falsche Entscheidungen zu treffen. Da, wo du vielleicht auch Angst hast, verletzt zu werden oder ne, wie auch immer. Es ist der Weg zu deiner Wunscherfüllung. Was auch immer die vier Stäbe bedeuten. Ankommen, Seelenweg. Ne? Die vier Stäbe ist für mich eine Energie von Bestimmung. Elf, elf. Ne? So. Führt zu 22. 22 ist Verbundenheit. Wo du dich, wo du mit den Dingen verbunden wirst, mit den Personen, mit den Orten. Hier kann wirklich auch mit den vier Stäben ein Umzug liegen. Ne? So ein, oder ein kompletter Ortswechsel. Aber an diesem neuen Ort, ob jetzt in echt oder im übertragenen Sinn, an dem neuen Ort erfüllen sich deine Wünsche. Und deswegen heißt es jetzt, Page der Münzen, loszugehen, um an diesen Ort zu kommen, an dem du wirklich sehr glücklich und erfüllt sein wirst und in dem das Universum dich mit den Dingen verbindet, die du dir wünschst. Meine Lieben. An dem Punkt, an dem du stehst, oder da, wo du die 10 Münzen sind für mich so eine 10-Jahres-Karte, da, wo du vielleicht auch deine letzten 10 Jahre oder, keine Ahnung, einen langfristigen Zeitraum verbracht hast, ist alles erledigt für den Moment. Das ist die Botschaft. So. Meine Lieben, das ist, was ich für euch habe. Ich hoffe, diese Botschaft war soweit hilfreich für euch. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe deine Unsicherheit, deine ganzen Gedanken, die du dir machst, auch ne, so Angst vor Enttäuschungen oder ich sehe den Struggle, den du hast. Den will ich ein bisschen abklären. Ich würde gerne ein bisschen mehr zu diesem Angebot wissen und dann lassen wir uns da einfach genauso intuitiv, wie das hier begonnen hat, weiter treiben. Ja, wenn diese Legung auf dich passt oder wenn du damit resonierst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch mit dem Extended, mit der Extended-Legung resonieren wirst. So, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, worüber ich mich natürlich sehr freue, findest du ebenfalls unten in der Infobox als auch am Ende dieses Videos alles, was du dazu wissen musst. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, schau dir beide Optionen genau an. Das sehe ich hier mit dieser Assessing-Karte. Und schau dir an, setz dich genau damit auseinander, wovor hast du denn Angst? Was macht dir denn diese Gedanken? Vielleicht musst du das ein bisschen klarer benennen können. Vielleicht musst du dir wir sind noch in der Jungfrauzeit. Ich weiß, es ist eine zeitlose Legung, aber eine Pro- und Kontraliste machen.
Fällt mir gerade ein, weil Jungfrauen manchmal Pro- und Kontralisten haben. Ne? So. Vielleicht auch deine Ängste hier wirklich genau benennen. So. Ich habe irgendwie dieses Beispiel von Haus verkaufen. Ne? Also wie gesagt, es kann jede Situation sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl von Haus verkaufen und da sind deine Kinder drin geboren und da hängt viel Erinnerung dran und wenn du das jetzt verkaufst, ne, dann geht das alles. Ja, okay, dann geht das alles. Aber dann ist das der Plan vom Universum, weil du bereit bist für neue Erfahrungen, ne, auf deinem Seelenweg ins neue Kapitel, auf die neue Ebene zu kommen. Das Universum überreicht dir nicht ohne Grund das Page der Münzenangebot, weil das ist das Fundament bildet von dem Leben, das du jetzt gestaltest, das sich verändern wird. Wie gesagt, Pluto in Wassermann, das Leben von jedem einzelnen Menschen wird sich in den nächsten Jahren sehr verändern. Und hier zu sitzen und zu sagen, ich möchte nicht, mi, 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 ich mag nicht, bremst am Ende des Tages nur dein eigenes Vorankommen und dein eigenes Wachstum, anstatt dich auf deinem Seelenweg wirklich dem näher zu bringen, was für dich bestimmt ist. Und das ist glücklich sein, erfüllt sein, Sicherheit, ein neuer Ort, ein neues Zuhause, eine neue Verbundenheit. So, meine Lieben, das ist, was ich für euch habe. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!